Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Ich bin euer Bluefreier oder auch Dennis. Diesmal lasse ich das AKA weg. Heute eine kleine Info zur Challenge, die ja nächste Woche Montag am 30.09. endet. Abgabetermin ist um 23.59 Minuten und 59 Sekunden, weil alles, was danach kommt, kann an der Challenge einfach nicht mehr teilnehmen. Wir zeigen den Park zwar, aber die Challenge wird nur dann gewonnen, wenn das noch vor dem 1. Oktober bei mir angekommen ist. Zu gewinnen gibt es dann unter anderem diesen Pokal, den blende ich mal kurz hier ein. Das wird dann für den besten Dark Ride, den wir bekommen, gibt es diesen Preis. Also ich bin sehr gespannt. Ihr könnt auch sehr gespannt sein. Und ja, diese kleine Info möchte ich trotzdem noch mitgeben. Und zwar möchte ich sagen, wer alles jetzt bisher mitgemacht hat, ich denke mal, die Namen sollten man auch mal erwähnen. Ich fange mal an mit dem Benutzer. Ich habe mir alles mal so ein bisschen aufgeschrieben, deswegen werde ich es auch ein bisschen ablesen. Also, vorab im Hintergrund lasse ich jetzt noch den Dark Ride von der Evelyn. Diesen Park findet ihr auch übrigens da oben in der Infobox, verlinke ich den. Den haben wir auch schon präsentiert. Evelyn heißt der. Und hier gibt es eine Achterbahn, Dark Ride. Sie macht jetzt nicht bei der Challenge mit, leider. Deswegen lasse ich auch diesen Dark Ride hier laufen und nicht irgendeinen von der Challenge, einen von den Challenge-Teilnehmern. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir starten hier das Ganze einfach und lassen das mal schön im Hintergrund laufen. Und ich mache mich auch gerade klein und dann lese ich mal ein bisschen was vor, was Infos angeht. Also, ich habe leider eine Absage vom Benutzername bekommen. Von dem haben wir auch so ein paar Trash-Wichtel-Aufgabenspiele bekommen am Weihnachten. Da freue ich mich auf jeden Fall, die ist ja schon wieder drauf, oder wir, da wieder mitzumachen. Also er hat leider gesagt, dass er es einfach nicht schafft, aus persönlichen Gründen, was er immer, ist ja mal egal. Aber von ihm haben wir tatsächlich trotzdem einen Dark Ride gezeigt, Temple of Abyss. Mache ich auch da in die Infobox. Ich kann maximal 5 machen, also 2 habe ich schon. Dann macht der liebe Random Planko mit. Da haben wir auch schon ein paar gezeigt, also da bin ich auch schon sehr gespannt, was der da aus der Dark Ride Challenge macht. Ich hoffe, er ist auch fertig geworden, weil ich habe da jetzt lange nichts von gehört. Da macht der Benge mit. Der Benge hat auch schon bei der letzten Challenge mitgemacht, die vom Rick veranstaltet wurde, und zwar dieses Karrieremodus. War ganz lustig. Ich bin auch gespannt, also was ich da gesehen habe, kann auch gut werden, ja. Dann macht der liebe Sonic Ovo mit, von dem haben wir auch schon also einige Parks gezeigt. Da bin ich auch gespannt, weil dem sein Baustil tatsächlich von Park zu Park immer besser wurde. Deswegen bin ich da doch sehr, sehr gespannt. Dann macht natürlich unsere liebe Freundin Shinguin mit. Da haben wir auch schon den Park von ihr gebaut. Der ist übrigens ein kompletter Management-Park, was ja jetzt hier bei Planko 2 verbessert worden ist. Ich bin mal gespannt, ob sie fertig wurde. Sie hat mal geschrieben, oh Gott, es wird alles ein bisschen knapp. Ja, jetzt hast du tatsächlich nur noch, wenn das Video heute oder morgen noch kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Freitag oder jetzt heute am Donnerstag schon rauskommt. Jo, bleibt dir nicht mehr viel, ne? Hast das Wochenende noch Zeit dann. dann haben wir von, also noch einen Teilnehmer, Beertastic. Von dem haben wir auch schon den einen oder anderen Park gezeigt. Allerdings ist das Problem bei ihm, er sagte schon, er weiß nicht ganz genau, ob er rechtzeitig fertig wird, weil er noch gleichzeitig, leider, bei Channel 5 Gaming einen Contest mitmacht, und da macht er halt immer mit, und ich kann das auch nachvollziehen, dass er den bevorzugt, als wie den bei uns irgendwas zu machen, aber vielleicht hat der Beertastic auch bei Planko 2 mal Zeit, bei einer Challenge von uns mitzumachen. Selbstverständlich werden wir dort auch wieder Challenges machen.
Dann die liebe Chrissy. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da haben wir auch schon den Asylum Horror Park gezeigt. Und, oh Gott. Enchantia, glaube ich, hieß der kleine Contest Park. Ich glaube, der war auch für Channel 5 Gaming gemacht. Bin mir jetzt da nicht so ganz sicher. Dort war auch ein Dark Red gewesen. Also, bei Chrissy. Chrissy ist schon. Also das, was ich bisher gesehen habe, ich weiß ja nicht, ich habe von den anderen soweit noch keine Dark Rides gesehen. Ich bin sehr gespannt, aber Chrissy ist da schon, ich bin sehr gespannt darauf, sagen wir mal so. Das ein oder andere Bild haben wir ja auch schon gesehen bei uns auf dem Discord. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns doch gerne auf Discord. Der Link ist unten wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr uns folgt, ganz wichtig, wir haben es noch nicht abgeändert, ihr müsst dann auf jeden Fall bei den Regeln diesen kleinen Achterbahn-Symbol, den werde ich aber jetzt hier nochmal, irgendwo läuft der hier nochmal hoch, die müsst ihr klicken, dann habt ihr auch Zugriff auf allen Kanälen, ne? Bei uns. Und zu guter Letzt, der Druckluft-Detlef, der macht bei uns auch mit, von dem haben wir auch schon eine Packtour gezeigt. Oh Gott, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber von dem haben wir auch schon einen gezeigt. Jetzt muss ich kurz mal. 4, 5, 6, 7, 8. Waren es nicht 10? Hatten wir nicht 10 Teilnehmer? So, da hatte ich mal einen kleinen Cut eingebaut, weil ich habe hier zwei Zettel und habe das einmal ein bisschen krackelig geschrieben und dann noch einmal sauber aufgeschrieben und dabei ist mir ein Fehler passiert, weil wir haben nämlich 10 Teilnehmer und ich habe den Thrill Felix vergessen, der gerade eben geschrieben hat, als ich hier die Aufnahme mache, er ist tatsächlich fertig geworden, was ein Glück und voll cool, finde ich cool. Und dann noch der Anaxagoras, also von den beiden haben wir so jetzt noch nichts bisher bekommen, was jetzt so Parks angeht oder so. Ansonsten, oh Gott, ich kann mich auch irren. Dann tut es mir auf jeden Fall an dieser Stelle leid. Und ja, das sind unsere 10 Teilnehmer. Davon sehr wahrscheinlich werden 2 leider nicht mitmachen können, aufgrund einmal persönlichen Gründen und einmal wegen Channel 5 Gaming. Aber alles kein Beinbruch. Wir haben dennoch 8 Leute noch dabei. Ich hoffe dennoch, bei denen, die vielleicht angefangen haben, aber nicht fertig geworden sind, uns trotzdem sagen können, was der Gedanke war oder sonstiges. Wir wurden auch angeschrieben auf Discord, ob wir ein kleines Interview vorher machen, was die Gedanken waren bei dem Bau vom Dark Ride. Und ich habe dazu gestimmt. Allerdings, ich bekomme die Parks ja erstmal persönlich per Nachricht bei Discord, bitte mir dann den Link schicken. Persönlich, so wie ich euch auch den Park geschickt habe. Und daraufhin werden wir dann kommunizieren, ob ihr überhaupt ein Interview machen möchtet oder nicht. Das ist alles euch überlassen. Wenn ihr sagt, jo, mach ich gerne, machen wir das auch. Und wenn der eine sagt, nö, mache ich jetzt nicht gerne, dann ja, dann würde ich sagen, dann würde ich gerne einen kurzen Text haben wollen, was beschrieben worden ist, worum es überhaupt geht bei der Dark Ride. Das ist immer ganz cool, bevor man überhaupt in den Dark Ride reingeht, was die Gedanken und was dort passiert, kurz mal erläutert wird. Ja, das soll es eigentlich erstmal von der Challenge gewesen sein. Also 30.09.2024 ist Abgabe um 23:59 und 59 Sekunden. bis dahin sollte ich den Park bitte persönlich bekommen haben. Also habt ihr noch bis Montagabend Zeit. Quasi 0 Uhr. Und ja, das war's zu dieser Challenge. Jetzt habe ich noch weitere Infos. Und zwar, da ja Planko 2 jetzt so langsam oder sicher in den Startlöchern steht und Release ist ja der 6. November, habe ich mir so ein paar Sachen oder wollte ich jetzt mal die Chance nutzen, so ein paar Infos loszuwerden, wie es überhaupt bei uns jetzt auf dem Kanal bis Planko 2 überhaupt weitergeht. Und zwar haben wir noch ein volles Programm vor uns und ob wir das vor Planko 2 noch schaffen, weil wir wollen es natürlich auch spielen und wollen das ein oder andere vielleicht vorproduziert haben.
Deswegen nimmt es uns nicht so übel, dass wir dann vielleicht nicht zeitgemäß sind mit den Videos. Manchmal haben wir schon mal 4 Wochen voraus was aufgenommen, was dann schon in 4 Wochen passiert so vieles. Deswegen nimmt es uns nicht so übel. Also wie ihr es vielleicht schon mitgekriegt habt, bei dem Short oder bei dem anderen Video schon, die Parktour Bella Italia ist aufgenommen. Unser Park ist endgültig fertig und ich glaube, ich sollte mal hier ein bisschen Tempo machen, weil der Mitarbeiter kommt einfach nicht ran und repariert die Achterbahn. Die Parktour kommt am 9.10.2024, kommt die online bei uns auf dem Kanal. Bin mal gespannt, wie eure Kommentare sind. Es ist eine recht lange Parktour tatsächlich, ist aber auch ein riesengroßer Park. Viel Schweiß haben wir da vergossen. Nach 2,5 Jahren Bauzeit ist das auch selbstverständlich. Gibt tolle Geschichten dazu, die auch in der Parktour dann erwähnt werden. Also dürft ihr nicht verpassen, müsst ihr reinschauen. Dann auf Steam, ganz wichtig, kommt der am 12.10. kommt der online. Wir haben uns bewusst dafür so entschieden, weil wir gedacht haben, ja, wir machen jetzt erstmal die Parktour und alles und dann am Samstag kommt der Park dann online auf Steam und da seid ihr dann gefragt, dann könnt ihr den Park gerne abonnieren, favorisieren, liken, schön hochpushen, ist wahrscheinlich eines der letzten größeren Parks von Planko 1, die dann da noch auf Steam hochgepusht werden können, sag ich mal. Also keine Scheu, lasst mal einen Daumen da. Dann habe ich noch die Let's Plays von Bella Italia sind ja noch nicht abgeschlossen. Das heißt, die laufen auch noch dann separat sonntags, wie wir es machen mit den Dark Ride Challenge Videos. Die kommen ja dann auch noch, so wie wir haben ja 4 Bereiche in Bella Italia. Das Monza, Pisa, Rom und Neapel. Da haben wir leider die Aufnahmen verschollen, vergessen, was auch immer. Das Let's Play nicht aufgenommen. Dazu werden dann kleine Mini-Parks noch kommen. Und dazwischen halt die Dark Ride Challenge. Die wird ja dann auch noch dann kommen. Also wir haben volles Programm im Oktober. Also ich wollte eigentlich mit den Dark Ride Challenge im Oktober fertig werden. So dass die dann am Halloween komplett fertig sind, die ganzen Dark Rides. Aber ob ich es schaffe, weiß ich noch nicht. Ach so, und ich hatte ja auch gesagt, wir bewerten ja zu dritt die ganzen Dark Rides. Das wird auch so bleiben. Allerdings ist es wegen arbeitstechnischen Gründen oder je nachdem Ausfällen, krankheitsbedingt oder sowas. Kann sein, dass auch mal ein anderer eine Parktour macht oder ich die auch alleine mache, aber die Jungs werden sich die Dark Rides auch anschauen. Also so ist es nicht. Also ihr braucht nicht denken, dass ich da alleine gewotet habe oder sonstiges, sondern wir machen das schon noch zu dritt. Nur ob es zeitlich passt, ob wir es zu dritt schaffen, ist eine andere Geschichte. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes und es wird auch sehr wahrscheinlich auch so sein, dass wir das zu dritt machen. Aber sollte es nicht klappen, werden wir trotzdem zu dritt voten, auf jeden Fall. Und ich bin auch mal auf eure Kommentare gespannt bei den ersten Dark Rides oder bei den 10 Dark Rides. Was hoffentlich dennoch, ich glaube immer noch dran, dass wir 10 Dark Rides bekommen. Aber ich werde dann eines Besseren belehrt, wenn es soweit ist. Dann haben wir noch Parkbewerbungen, genau. Parkbewerbungen haben wir ja auch noch. Die kommen ja dann auch noch irgendwie irgendwo dazwischen. Also wenn Planko 2 rauskommt, werden auf jeden Fall noch die Parkbewerbungen, die wir noch alle haben oder bekommen von Planko 1, werden wir natürlich alle noch weiterhin zeigen. Das steht nicht außer Frage. Das machen wir auf jeden Fall. Dann noch kurz vom Rappe haben wir einen Park bekommen. Pirates of the Caribbean Park. Dann noch vom Grobitopia. Dann haben wir noch, 2 Themoparks haben wir noch offen. Allerdings weiß ich nicht, ob der bis dahin auch den Europapark fertig hat. Den werden wir dann natürlich auch nochmal zeigen. Zumindest mal die zweite Hälfte. Die erste Hälfte haben wir ja schon gezeigt. Auch bei uns auf dem Kanal. Also so ist der grobe Plan, was wir im Oktober, November so vorhaben.
Weil dann haben wir ja eh schon Dezember und da wird bestimmt schon das ein oder andere für Planko 2 zu sehen sein. Und ja, der ein oder andere von uns will auch versuchen, wenn Planko 2 rauskommt, live zu gehen, tatsächlich. Also wenn ihr Bock habt, mit dabei zu sein, wie wir live irgendwas machen und das Spiel zeigen. Also der eine hat schon gesagt, ich werde das Karrieremodus ausprobieren. Ich habe gesagt, ich will mich ein bisschen durchs Menü durchseppen und gucken, was ich da so finde. Was für Möglichkeiten man hat, wie auch dieses PvP, nee, wie PvP heißt das, auf jeden Fall kann man ja mit mehreren Leuten zusammenspielen oder wie kann ich von Konsole auf Computer gucken. Die Konsolenparks können wir ja dann wohl auch zeigen, da freue ich mich auch schon drauf, weil es gab jetzt schon bei Planko 1 super coole, viele Konsolenparks, die aber leider nicht gezeigt werden konnten, weil es einfach nicht funktioniert hat, ne? Deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf und ja, wie gesagt, wie mache ich denn meinen Avatar und so weiter und so fort, ja. Das komplette Menü einfach mal und dann werde ich mal anfangen und gehe dann mal in den Park oder in einen Park, wahrscheinlich in den Sandbox-Modus und werde mich da mal ein bisschen rumprobieren, weil wir haben es ja noch gar nicht gespielt, andere dürfen schon ein bisschen reinschnuppern, die auf der Gamescom waren oder halt auch die 2 Stunden Vergnügen hatten von Frontier. Ich bin gespannt, wie das Spiel wird. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf und wir sind auch sehr gehypt und das letzte Deep Dive hat uns noch ein bisschen mehr gehypt, wobei es nur Management mehr oder weniger ging. Ja, und in diesem Sinne würde ich jetzt auch nicht mehr weiter lange schnacken und mich bei euch bedanken, dass ihr so lange zugeschaut habt und Daumen hoch für dieses Video, ein Abo für diesen Kanal ist für euch komplett kostenlos und ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Drum abonniert und seid dabei für mehr von